Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen kurzen Lightroom-Tutorial. Dieses Mal geht es ums Thema Radialfilter und vielleicht die Radialfilter-Thematik im Zusammenhang oder Kombination mit einem kleinen Trick, den ihr vielleicht gar nicht kennt und dessen ihr euch gar nicht bewusst sind. Aber das schauen wir jetzt mal, wenn wir an diesem Beispiel von diesem Elefanten gemeinsam arbeiten. Den habe ich mir ausgesucht, weil man den jetzt als Beispiel nehmen könnte. Also sagen wir mal technisch gesehen, ihr wärt jetzt unterwegs gewesen und ihr hättet dieses Foto geschossen mit eurer Kamera und eurer Linse. Und ihr findet das jetzt ein absolut geniales Foto und das muss unbedingt an eure Wand oder das muss unbedingt auf eure Webseite, weil das ist euer Portfolio-Shot. Und ihr sagt einfach, das Einzige, was euch am Foto stören würde, ist der Hintergrund, der euch ein bisschen zu sehr da ist. Er ist ein bisschen, es ist euch zu viel Struktur. Das Bokeh ist nicht da, wo ihr es gerne hättet. Also diese Unschärfe im Hintergrund und natürlich auch im Vordergrund, das ist nicht ganz das, was ihr wollt. Das ist euch zu wenig. In diesem Fall ist jetzt mit dem 600 R4 geschossen. Das würde ich sagen, viel, viel besser geht es gar nicht. Da kann man sich dann drüber streiten, ob man da noch ein bisschen nachhelfen will. Aber jetzt angenommen, ihr hättet da mit F6.3 oder F8 oder sowas schießen müssen, nur schon, um vielleicht ein bisschen abzublenden, dass, damit ihr die maximale Schärfe von eurer Kamera in Verbindung mit der Linse hinbekommt. Und jetzt wollt ihr das halt anpassen. Und da gibt es die Möglichkeit, sehr einfach, das mit diesem Radialfilter zu machen. Ich würde den jetzt einfach aufziehen, hier so platzieren, dann natürlich ein bisschen drehen. Das Tolle an dem ist ja, ihr könnt den relativ flexibel gestalten von der Form her, wie der ausschaut. Und wenn er euch irgendwie falsch liegt, könnt ihr den ja auch drehen. Das ist ja sensationell. Könnt den so mal positionieren, würde ich mal sagen. So, dass es einfach mal so im Großen und Ganzen am besten möglichen ist. Gut, jetzt sagen wir mal, wir sind happy. Übrigens, es spielt keine Rolle, wenn der drüber hinaus ragt. Das ist völlig egal. Gut. Jetzt sagen wir mal, das ist so gut. Jetzt gibt es ja da die Möglichkeit mit umkehren und so lassen, wie es ist. Also das definiert, wo die Anwendung des Filters ist. Wenn ihr die sehen wollt, geht ihr einfach auf Belichtung und dann seht ihr sofort, ah, logisch, alles klar. Alles außerhalb der Ellipse findet diese Anwendung hier statt, also Belichtungsreduzierung. Wenn ich hier auf umkehren gehe, ist es innerhalb. Gut, logisch, alles klar. Das bedeutet, das ist das hier, was ich will. Jetzt aber, ihr könnt hier noch mit der weichen Kante arbeiten. Ihr seht jetzt selbst, hier drin ist alles fein eigentlich so im Großen und Ganzen, aber je mehr ihr gegen diese Kante kommt von dieser Ellipse, desto größer ist die Anwendung des Filters bereits. Das liegt an dieser weichen Kante, die da eingestellt ist. Man kann das noch extremer machen, dass man praktisch keine Filterwirkung mehr hat. Oder man kann es mit einer ganz harten Kante machen, was natürlich überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Das sieht ja grauenhaft hässlich aus. Also, wir müssen es so belassen, dass wir sagen, etwa so hier, glaube ich, ist okay. Gut, also, aber zum einen wollen wir ja nicht mit der Belichtung arbeiten. Das ist ja gar nicht unser Ziel, sondern wir wollen ja das Bokeh verbessern. Und wie verbessert man jetzt hier das Bokeh? Ganz einfach, nicht schwierig. Ich würde euch empfehlen, geht mit der Struktur Richtung Anschlag. Nicht minus 100, aber so in die Richtung. Nehmt euch die Klarheit. Seid euch aber im Klaren, kleines Wortspiel, dass wenn ihr mit der Klarheit zu weit runter geht, dass das echt kitschig und nicht mehr wirklich gut ausschaut. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr jetzt hier, ich sage jetzt mal einfach als Beispiel, ihr wählt bei Struktur minus 80, dann würde ich hier ein bisschen mehr als die Hälfte nehmen. Sagen wir mal so minus 50. Dann noch ein bisschen Schärfe weg, da dürft ihr dann wieder ordentlich was machen, das spielt gar keine Rolle, da dürft ihr euch austoben, da könnt ihr sogar bis Anschlag, das ist eigentlich wirklich völlig egal. Was man sogar auch noch machen kann, ist mit dem Rauschen, das spielt jetzt aber bei diesem Bild hier überhaupt keine Rolle, das ist völlig egal. Nur, jetzt haben wir ja ein Problem. Das haben wir ja vorher schon festgestellt, als wir da mit der Belichtung gearbeitet haben. Nämlich, dass diese Ellipse zwar toll ist, aber hat doch noch nicht das Wahre.
Weil wir hier ja Anwendungen haben, die wir nicht haben wollen. Auch dieser Rüssel, der eigentlich in der Schärfeebene liegt, ist jetzt ja auch komplett unscharf. Den haben wir jetzt auch künstlich verbokettisiert quasi, und das müssen wir natürlich wieder aufheben. Ja, jetzt, wie mache ich das am einfachsten? Und hier kommt dieser Trick 57. Ihr habt auf der Ebene des Radialfilters auch einen Pinsel. Den könnt ihr jetzt benutzen. Ich gehe jetzt mal hier rein. Ihr seht den Pinsel. Hier seht ihr den wahrscheinlich am besten. So, wir machen den mal ein bisschen kleiner. Und ihr seht jetzt, in der Mitte des Pinsels ist ein Plus. Plus bedeutet, wenn ich den Pinsel jetzt bewege, wendet er genau das hier an. Also ich gehe mal da und wende ihn jetzt mal schnell irgendwo an, wo ganz sicher dieser Pinsel keine Anwendung gefunden hat. Das wäre hier. Seht ihr es? Ich mache den Elefanten unscharf. Ja, aber das will ich ja nicht. Ja, und genau für das gibt es eben bei Mac zum Beispiel, ist es die Optionstaste, dann wird daraus ein Minus. Seht ihr das? Jetzt, das ist ein bisschen zu groß, jetzt kann ich das aufheben. Jetzt kann ich überall dort, wo ich diese Filterwirkung nicht will, hebe ich sie einfach auf. Jetzt gehe ich auch in Richtung Rüssel. Jetzt mache ich einfach den Pinsel ein bisschen kleiner. Seht ihr das? Ich glaube, hier sieht man es fast am besten. He? Da ein bisschen Leben ins Wasser zurückbringen, weil das ist mir auch ein bisschen zu extrem. Also hier, wo quasi die Wasserlinie durchgeht, das korrigiere ich nach. Zack. Et voilà. Das wär's schon. Machen wir mal fertig. Vorher, nachher. Links vorher. Rechts nachher. Man sieht einen schönen Unterschied hier beim Baum. Man sieht hier einen schönen Unterschied. Man sieht den Unterschied auch hier schön. Es ist alles flacher. Es ist alles klarer. Es ist auch hier wesentlich schöner. Ein bisschen mehr Ruhe drin. Klar. Es gibt Beispiele, an denen werdet ihr die Wirkung noch besser sehen. Aber jetzt einfach mal, um euch zu zeigen, wie das funktioniert, glaube ich, ist das eine gute Sache. Und ich glaube, das Allerwichtigste für alle von euch wird wahrscheinlich das sein, dass euch jetzt klar ist, dass ihr hier was anwenden könnt, ihr was machen könnt, zack, und sagen könnt, oh, abdunkeln. Und ihr dann sagen könnt, im selben Atemzug, oh, wir könnten eigentlich den Pinsel anwenden. Und dann können wir da, wo wir diese Anwendung dann nicht wollen, können wir die quasi wieder reduzieren, beziehungsweise ganz entfernen. Und so habt ihr eine ideale Kombination zwischen einem fixen Filter, der einem schon relativ viel Arbeit erspart, weil er schon halbwegs genau ist, mit einer integrierten, hierüber integrierten Bearbeitung innerhalb des Radialfiltermodus mit einem Pinsel. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich könnte euch zwei, drei Dinge zeigen. Also die Anwendung Radialfilter plus in Kombination mit dem Pinsel und auch im gleichen Atemzug, wie man es schafft, ein Foto, das nicht ein so optimales Bokeh hat, ein bisschen zu bokettisieren, nenne ich das mal. Das Ganze ein bisschen zu optimieren, dass es vielleicht eher eurem Gusto entspricht. Und ja. Ich bedanke mich für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Abo da. Bleibt mir treu. Kommt wieder zurück und bis ein anderes Mal. Bleibt gesund. Tschüss.